So, hallo und damit herzlich willkommen zu einem neuen Spiel aus der Reihe Spiel die Demo. Wir spielen heute die Demo von Loria. Und soweit ich das gesehen habe, ist das Loria so eine Art Remake von Warcraft. Ich schau mal an, was es so in Settings einzustellen gibt. Okay, Sprache können wir nicht einstellen. Dann würde ich einfach mal sagen, Campaigns. Und wir legen direkt los, so fern es geht. Wir sollten ein neues Profil anlegen. Wir sind natürlich Bandit. Wir sagen Create. Und wir sagen Select. Und wir sagen Order Campaign und Chaos Campaign. Die können wir nicht spielen. After years of waging war against Chaos Invaders, combined forces from realms of order were finally able to push Chaos armies back. With first signs of victory, Order Lords once again turned against each others. Dungeons of Loria. So, dann würden wir doch mal einfach Lands of loslegen. Loria were in pain. Our king hath died. High lords of Loria, in their greediness for power, for the throne, unleash their armies. Brothers standing against each other. They were so blinded by their quest for power, we did not see what was coming our way. Thunders and screams accompanied invasion of chaos. Skies were filled with gargoyles, and from behind the horizons of darkness, vast armies were marching into our realms. Our forces already scattered, torn apart. Hope slowly dying out, withering. When a small hope appeared, a young lord took over the command of armies of Loria and... I'll take it from here, old man. Young lord, hero of order, has risen. He was brave, valiant. A brilliant tactician, and boy, was he good-looking too. With cunning tactics and bravery, he led our armies to victory, battle after battle, uniting the armies under one banner, marching forward and driving the scourge out of our lands. Songs about our hero were sung. He was cheered in every tavern, revered by men and loved by women. Those were the times. And when the tide of war was on our side, chaos armies retreating, other lords rewarded our hero well. So here I am, in a small, smelly prison cell, watching rats eat each other, waiting for me to pass out so they can nibble on my toes. Just because they were afraid of my ambition. I became too much of a threat, so they accused me of treason. Me, greatest warrior of this reign. Hero's reward, indeed. But this is not the end of my story. Iron Lord will rise again. But this time, things are going my way. Dungeons of Loria. Dol Drinone, General of Great War, Champion of Order, is falsely accused of treason and imprisoned. Filled with rage, Dol already plots his plan to escape and exact revenge on those who betrayed him. So, und wir starten damit und versuchen erstmal. I will go mad here. Ja. Hey, pigheads, how about some wine with my dinner? I have to say, this establishment has very poor service. Our services are not good enough for Lord Traitor, eh? I'm so sorry. How can we make it up to you? I think a good beating for free ought to do it. Capital idea, old chum. This seems a little bit unfair. Two big and strong men against one. And in shackles on top of that. Let's even the odds, shall we? What the hell was that? Huh. That was easy. I must have killed them before I fainted. Excitement sure does things. All right, time to get out of this place.
Okay, wir dürfen diesen Dungeon verlassen und wir sollen, okay. Wir düsen mal hier rein. Können wir da Einzelheiten einsammeln? Nö, können wir nicht. Okay, also. Wir schauen uns hier mal um. Gibt's hier irgendwas? Grilled Chicken gibt uns Gesundheit. Brauchen wir gerade, glaube ich, nicht. Aber können wir trotzdem mal nehmen. Ah, ja. Okay. Keypad. So, was haben wir hier? Small Healing Potion. Okay. Hier haben wir keine Seile. Hier auch erstmal nichts. Dann düsen wir mal weiter. Okay, ich bin gerade ein bisschen gespannt, ob ich es schaffe, hier rauszukommen. So, gibt es hier irgendwo F10-Menü? Ja, wunderbar. Wir machen mal Save Game, Save. Und dann machen wir... zack. So, was haben wir hier? Haben wir hier noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Okay, wie sieht's mit unserer Gesundheit aus? Okay, das eine ist wahrscheinlich Anstrengung. Und das andere ist Gesundheit. Die erholt sich aber, offenbar. So, wir sollten hier bleiben. Da unten gibt's offenbar... Ah, okay, der ist ein bisschen stärker. Dann sollte ich vielleicht mal hier den umbringen. So. Einfach um die Verhältnisse ein bisschen besser zu regeln. Okay, ich glaube, ich brauche die jetzt. So. Und dann können wir uns ein bisschen erholen noch. Wir können uns noch ein bisschen umschauen. Vielleicht hätte ich auch das erst essen sollen. Da hinten ums Eck will ich noch nicht. So, wir können mal da hingehen. Okay. Die Frage ist, machen wir das? Wie ich würde das ganz gerne machen. Ah, hier. Wunderbar. Okay, haben hier mehrere. Ausgezeichnet. So, meine Gesundheit sollte sich auch langsam mal erholen. Ja, das wissen wir jetzt langsam, dass du es ihnen zeigen wirst. So. Ich würde eigentlich meine Gesundheit ein bisschen... Warte mal, kann ich hier Steuerung 1 sagen? Okay, ich wollte aber eigentlich... So, euch sagen. Steuerung 1. Und dich Steuerung 2. Dann sage ich hier 1. Na komm, den platt machen. Okay. Das war ja natürlich jetzt nicht so clever. So, also 2 geht dahin, 1 geht mal hier runter, die gucken hier gerade mal ein bisschen.
was haben wir hier? Ah, also dass der immer mitrennen muss, ist schon ein bisschen ätzend, muss ich sagen. So, wollen wir bei dir vielleicht mal sagen, mich würde mal interessieren, was hier unten ist. Mich würde aber auch interessieren, was hier hinten ist. So, da ist die Frage. Also die haben für mich jetzt ein bisschen zu viel Gesundheit verloren. Aber ich habe ja auch Bogenschützen. Also eigentlich könnte ich die mal... Swordman und... Swordman ist dann Steuerung 3. Und die anderen sind 1, 3, 1. Okay, dich, dich und dich. Ihr seid dann Steuerung 1. Und 2 ist ja der. Ah, warte mal. Du bist ja gelevelt. Das ist gar nicht so schlecht. Dann kann ich ja zu dir vielleicht... wie viele Punkte habe ich denn eigentlich? Wie viele Punkte habe ich? 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 und 4. Und... Ja, komm, Constitution. Warum auch immer. So. Choose your upgrade skill. Crash Bones. Wide Swing. Battle Shout. Crash Bones. Okay. So, dann würde ich mal 3 nehmen. Ach, Shift. Gehen wir mal dahin und schauen mal, was es da gibt. Das sieht mir nach Wachen aus. Arr. So, Shift 1, Shift 3. 3. Okay. Sind sie alle zusammen? So, dann würde ich gern mal dahin gehen. Mal hier hoch. So, dann schauen wir mal, was hier oben gilt. Au, 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 das ist nicht so gut. Au, 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 das ist nicht so gut. Das ist nicht so ganz gut. Dann würde ich mit euch mal hier unten lang gehen, einfach nur aus Neugier. Gab's da eine Wand? Ja, da gab's eine Wand. So, die Tür ist aber noch nicht offen. Ach, ist da der Hebel für die Tür? Hm. Speak. Out of my way. So. 3, 1. Wieso bist du da oben geblieben? So, dann gehen wir doch mal hier hin. Ah, okay, das ist die Toilette. Alles klar. Cool, gehen wir mal hier runter. Da müsste eigentlich eine Sackgasse sein. Aber wir müssen ja nicht jeden mitnehmen. So. Dann würde ich ganz gerne mal da hochgehen. Out of my way. Need a hand? Easy enough. Ah, Heilerinnen. Auch nicht schlecht.
Vale, die hätten mir vorher natürlich mehr gebracht. So, also du nicht. Nee, 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 euch beide würde ich ganz gerne woanders haben. Euch würde ich ganz gerne hier haben. Dann haben wir hier mal Steuerung 4. Dann haben wir hier 1 und 4. Okay. Zack. Ohne dich. Steuerung 1. Du bist ja 2, du bist 4. Aber euch kann man ja eigentlich zu Steuerung 3 machen. 1, 2, 3. Wunderbar. Also 1 geht dann wieder hier rüber. 2 kommt mit. 1. So, da oben ist eine kleine Truhe. Hier gehen mal dahin. Du gehst auch mal dahin. So. Das Ding hier ist alles ein bisschen sackgassig. Ich muss jetzt hier... ich muss wahrscheinlich durch die ganze Karte laufen. Finde ich ein bisschen ungeschickt. Aber okay. So, und ihr heilt mal ein bisschen. Genau. So, was gibt's hier oben? Wahrscheinlich wieder eine Toilette. So. Okay, die ist zu. Dann würde ich gerne da runter gehen. Wie gesagt, es ärgert mich ein bisschen, dass ich die anderen Schwertmeister verloren habe. Ach, die können auch heilen. Oh Mann. So, 1 bitte hier, 2 bitte hier und 3 bitte hier. So eine Kacke. Jetzt habe ich meine ganzen Schwertmeister verloren. Das war nicht so gut. Also der Run ist nicht ganz so toll. Vielleicht machen wir ja noch einen besseren. Aber wir probieren jetzt erstmal weiter, da durchzukommen. So, wir düsen mal dahin. 3 kommen mit, dann geht 1 dahin. Und 2 kommt da mit. Okay. 1 greift den an. So, und 3 flitzt mal hierher. So. Awaiting orders. I'm right here. Gladly. Awaiting orders. Welche? Awaiting orders. Okay, das ist der, der noch nicht ganz heile ist. Der ist heile. Der ist heile. Dann kannst du, nee, du, den doch mal heilen. So, 1 geht dahin, 2 geht dahin. Du. Okay, wir düsen weiter. Wie gesagt. Release the bruited rhyme. As you order. What is it? Your wishes.
Okay, drei. Du solltest nicht genug Energie. Ah, okay. Dann müssen wir mal ein bisschen warten. Wie viel Energie kostet denn der? 75. Okay. Die heilen die selber. Brrr. Der hätte man quasi töten müssen, bevor sie die Brutalos rauslassen. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir das nicht schaffen werden. Ganz ehrlich, also ich hätte nicht gedacht, dass es so schwer ist. Ich habe gedacht, ja, erste Karte, Demo ist doch okay. Wir können ja mal hier reingehen und schauen, ob es hier noch was gibt. Nö. Können wir wieder raus. So. Dann würde ich gerne da runter. Ach komm, pfeif drauf. Okay, wir warten wieder ein bisschen, weil wir brauchen ja noch Gesundheit. So, du brauchst ja auch noch Gesundheit. Genau, wir warten jetzt darauf, dass die sich erholen. So, ich muss hier quasi ewig jetzt noch langlaufen. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich meine Schwertkämpfe verloren habe. Die hätten eigentlich ein bisschen mehr aushalten sollen, nach meiner Meinung. Okay, theoretisch müsste ich da... Ah, da wird noch viel auf mich warten. What is your wish? So, wie schaut es bei dir aus? Gut, du könntest jetzt dann und du wirst dann wahrscheinlich auch gleich. Genau. Address me. So. Habe ich bei dir jetzt eigentlich... Speak. Nö, immer noch nicht. Ah, Level 2 ist eh der maximale Level, den ich hier erreichen kann. Vielleicht sollte ich das auch mal ein bisschen nutzen. Q. Und das hier wäre... Passive Chance to deal extra damage. Okay. Passive Fähigkeiten mag ich ja eigentlich eh immer. Okay. Den wollen wir. Okay. Gehen wir nochmal hier runter. Und dann gehen wir hier weiter. Ja. Und los geht's. So, super. Wir heilen uns noch ein bisschen. Dann schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Okay, das sieht noch alles ganz gut aus. Die erholen sich auch gerade. Grilled Chicken. Passt. So, wir selektieren wieder alle. Die sind auch alle wieder voll mit Gesundheit. Das ist auch gut. Dann würde ich wieder weiter... Ich bin gerade ein bisschen hypervorsichtig, ich weiß es. So, da war ja das Klo von oben. Da will ich jetzt auch eigentlich gar nicht rein. Ich meine, ich weiß nicht, ob die uns dann nicht in den Rücken fallen. Aber ich versuche gerade Kämpfe zu vermeiden, wenn es geht.
Okay, da gibt's wieder Ham, da gibt's irgendwas anderes. I'll show them. What's this? How did you escape, traitor? Where are my guards? Gutted, mostly. They stood in my way and I didn't feel very generous today. You brute. You were a war hero, now look at you. Slaughtering good men. Good men. I will not let anyone stand in my way anymore, Warden. Now clear the way, or meet the same fate as your good men. You will die for this. Bold promise, Warden. Okay, so, dann sollten wir doch hier vielleicht mal sagen, F10 war's. Wir speichern nochmal und wir sagen hier speichern und dann sagen wir jo. Und dann düsen wir hier hoch. Ah, okay. Das war nicht ganz so gut. Wir sagen nochmal Load Game. Das war ja, genau, 1541 Load. So. Genau. Also, wir nehmen alle. Und gehen dann hier hin. Zack. Zack. Ah, shit. Shit, shit, shit. Okay. Ja, ich würde es schon ganz gerne schaffen, muss ich sagen. Der Punkt ist eigentlich der. Der Punkt ist, glaube ich, eigentlich der, dass ich halt die Dinge unterschiedlich platzieren muss. So, ich würde mal hier so hochgehen. Okay, und du schießt auf den. Du schießt auf den. Ich sag dir, du schießt auf den. So, dort. Nimm den da. So, und jetzt hier den da. Wunderbar. Okay. Trotz, dass ich die Slaughter-Leute nicht mehr hatte, haben die überlebt. Und ich habe noch alle meine Leute. Das ist gut. Wunderbar. So. Dann müssten wir da wahrscheinlich einfach nur ums Eck gehen und dann hätten wir diese Karte hoffentlich geschafft. Wie gesagt, wir könnten theoretisch noch hier unten gucken, was da los ist. Aber ich will es eigentlich gerade nicht probieren. Ah, warte mal. Da gibt es ja auch noch Zeug. Enforce. Cool, okay. Ja, und der kann pinkeln, so viel er will, das ist mir gerade egal. So. Also ist doch nicht so ganz World of Warcraft, nicht World of Warcraft. Escape the Dungeon, Dalt must survive. Hooray, das haben wir geschafft. After escaping Dungeons of Loria, Dalt returns to his lands in order to retake control over his war-hardened army. Hooray! So, die Mission hier ist wahrscheinlich auch, dass ich überleben muss. Das heißt, wir machen da, warte mal, F10, wieder Save Game. Save.
Und dann düsen wir weiter. Wunderbar. Okay, also wie... My lord, how did you get here? That hardly matters, Captain. Explain to me, why are these demon spawns roaming through my lands? The Chaos Legions have renewed their attacks in greater force than before. We are outnumbered and unable to hold on. Your failures do not interest me, Captain. Report on the situation. Yes, my lord. We have lost almost all outposts in this area. We are still holding outposts at Doran Lake. There are only a few squads left there. We're on a mission to order remaining squads from this area a full retreat. There will be no retreat. Army of Iron Lord does not run from the fight. We will crush enemy forces and drive them out of this land. Everyone shall know that Iron Lord has returned to his land to restore the order. Understood? Of course, my lord. Okay, wir sollen zurück zur Basis. Ich bin gerade so ein bisschen am Hadern, ob ich überhaupt weiterspiele. Es ist nicht ganz so mein Spiel gerade. Also es ist schon irgendwie Warcraft-likeig, aber halt wieder mit Helden. Und wie gesagt, diese Geschichte mit Helden, die mag ich eigentlich nicht so. Ich meine, es ist geckig gemacht, also muss ich schon sagen. Die Steuerung ist ein bisschen affig teilweise. Okay, so, dann würde ich dich mal ganz gerne nehmen wollen. Kann ich dir kein Essen geben? Nein. Okay, das ist der Nächste, der stirbt also. Ja, ja. So. Die Frage ist, muss ich da lang oder muss ich unten? Ah. Naja, immer auf die Schwächsten, ne? Der Ding ist nämlich jetzt wieder hinüber. Okay, wir düsen weiter. Wieso sind denn die Kleriker nicht mitgekommen? So. Nein, da will ich dann erstmal nicht lang. Ich würde eher gucken wollen, ob wir nicht irgendwo die Möglichkeit haben, außen rum zu laufen und nicht so vielen Wachen zu begegnen. Er wiederholt sich halt immer so ein bisschen. Das finde ich... Futter mal ein bisschen. Futter wieder ein bisschen. Und hier bitte. Okay, was macht hier? Ah, also machen wir 1, 2, 3, 4. Und Constitution ist natürlich auch wieder das Wichtigste. Speak. I'll stand victorious. Und ich verliere andauernd Leute. Also wie gesagt, ich habe so das Gefühl, das Spiel ist nicht ganz so meins. Was auch immer hier das Futter jetzt bedeutet. Wir können natürlich hier oben lang schauen. Die Frage ist halt, wo die Basis ist. Ich würde mal hier lang gehen wollen. So, wir spielen jetzt noch so weit, wie wir kommen. Wenn ich sterbe, dann würde ich es auch sein lassen. Weil, wie gesagt, es ist nicht ganz so mein Spiel. Ah,
Und dass man andauernd an den Gegner vorbeiläuft, ist auch total nervig. So, das schaffe ich auf jeden Fall nicht. Genau, so. Ist ganz nettes Spiel an und für sich. Die Idee ist ganz cool. Es ist nicht so mein Spiel, muss ich sagen. Also ich bin eher so dieser halt Warcraft-mäßige, weniger Heldensteuerung, mehr Einheitensteuerung und mit einem bisschen einer intuitiveren Steuerung, zumal je mehr der Command & Conquer-Spieler war. Aber an und für sich ganz geckig gemacht. Ich wünsche euch an der Stelle trotzdem erstmal eine tolle Zeit. Cheerio mit O. Wir gehen zurück zum Hauptmenü, verabschieden uns. Und ich wünsche euch noch eine tolle Zeit. Bis dann. Ciao.